Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal haben wir schon mal damit begonnen, uns um die Untotenplage von Ben Salat zu kümmern. Und zwar, indem wir zum einen die Untoten aus den, Stollen vertrieben haben und indem wir die Untoten von diesem Berg da vertrieben haben, beziehungsweise sie einfach natürlich alle eliminiert haben. Und jetzt wollen wir uns mal an den Kern der Untoten machen, also quasi die Untoten ein für alle Mal hier auslöschen. Ich schleife nur noch schnell mein Bastardschwert, indem wir zum Tempel gehen und die Untoten dort eliminieren. Und wir wollen natürlich auch schauen, ob Basir, der den Tempel ja geöffnet hat, es geschafft hat, die beziehungsweise das göttliche Artefakt dort vor den ganzen Untoten herauszuholen. Oder ob es da drin noch liegt, das wollen wir natürlich auch herausfinden. Gut, aber wir werden ja nicht alleine in diesen Tempel gehen, sondern uns wurde gesagt, wir sollen mal mit dem Ork darüber reden. Also tun wir das doch mal. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Boras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. Ja, zum Glück vertraut mir Daro, eben weil wir die Untoten hier quasi auf dieser Seite von Ben Salah schon eliminiert haben. Und jetzt ist es Zeit, die Untoten auch weiter im, weiter im Westen zu eliminieren. Also komm mit. Daro vertraut mir. Also kämpfe mit mir. Du hast gezeigt, dass du es wert bist, Morra. Wir gehen zum Tempel und kämpfen gegen die Verdammten. Aber wir gehen nicht hinein. Morras haben das Unheil begonnen. Morras werden das Unheil beenden. Du gibst das Zeichen. Dann gehen wir los. Finde ich jetzt nicht mal so schlimm, dass wir den Tempel, ja, beziehungsweise selbst in den Tempel müssen. Da können uns die Orks das göttliche Artefakt nicht abluchsen, falls es noch da drin ist. Wo ist der Tempel? Im Süden. Ach, im Süden, okay. Dort, wo die Toten Morras herkommen. Na gut, dann auf geht's. Greifen wir jetzt den Tempel an. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gehen wir. Ich persönlich habe ja keine Lust zu sterben und das ist jetzt doch ein ziemlich interessanter Moment. Wir ziehen zusammen mit ein paar Orks los, um Untote zu eliminieren, die aus einem Tempel kommen. Und das ist deswegen ja sowas Besonderes, weil die Orks sind ja normalerweise eher Diener, also sie sind auch hier Diener Belias, aber normalerweise sind ja auch die Untoten Diener Belias, aber in diesem ganz speziellen Falle ja nicht, weil diese Untoten sind ja durch die Magie des Tempels entstanden und trotzdem, ein Mensch zieht zusammen mit den Orks auf, um Untote zu eliminieren. Das ist doch schon was ziemlich Interessantes und hätte man so wahrscheinlich vor kurzer Zeit niemals gedacht, dass das mal passieren könnte. Jetzt wäre es mir nur lieb, wenn ihr ein bisschen schneller gehen würdet, muss ich mal sagen. So kommen wir ja nie beim Tempel an. Naja, mal schauen. Wir gehen einfach ganz normal und wahrscheinlich werden wir gleich auch ein paar Untoten begegnen, denke ich mal. Da drüben sind auf jeden Fall noch welche, aber die stören unseren Weg jetzt prinzipiell nicht, denke ich mal, oder? Nö, die scheinen unseren Weg nicht zu stören. Wir gehen ganz normal weiter. Na dann, kommt schon. Da drüben sind aber auf jeden Fall welche. Ich glaube, die könnten ein bisschen enger werden. So. Naja, schauen wir mal. Ach, ich glaube, die nehmen wir mal mit. Die Orks sollten uns ja jetzt helfen gegen die Untoten. Weg mit der Waffe. Ja, Morra, weg mit dir. Ganz ruhig, guckt mal. Da kommen die Untoten, weswegen wir hier sind. Na also, geht doch. Das Schöne ist, ihr lockt jetzt die Aufmerksamkeit der Untoten auf euch und ich kann sie dann schön von hinten eliminieren. Und zack. Nein, 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 du stichst mich nicht, Kleiner. So, bleiben nur noch zwei. Ja, ich finde, mit den Orks zusammen kämpft sich's gar nicht mal schlecht. So. Und weiter geht's, Freunde. Ja, ja, sie alle töten, da bin ich ja auch dafür, aber lasst uns mal weitergehen. Da drüben sind auch noch welche. Na gut, lassen wir die mal leben. Beziehungsweise nicht, sie sind ja eigentlich nicht mehr am Leben, ne? Töten wir vielleicht auf dem Rückweg. Jetzt ist der Tempel erstmal wichtiger und den will ich zusammen mit den Orks erstürmen quasi, auch wenn sie selbst ja nicht mit reinkommen wollen. Auf geht's, da vorne ist er schon, der Tempel.
So, und jetzt werden wahrscheinlich auch gleich hier ein paar Untote kommen. Habt ihr eure Waffen? Ich hoffe, ihr habt noch eure Waffen, ne? Ja, wahrscheinlich haben sie sie nur ein bisschen weggesteckt. Jetzt wird's langsam interessant. Hier sollten ja jetzt quasi die meisten Untoten rumlaufen. Und ich hoffe halt, dass wir auch genug, ich sag mal, stark genug sind, um diese ganzen Untoten aufzuhalten. Auf jeden Fall sind da schon eine ganze Menge. Und ich habe nämlich auch die dumme Befürchtung, in den letzten Tempeln war es ja so, dass da wieder irgendwie ein Magier dabei sein wird. Und ich hoffe mal, dass wir mit dem fertig werden, falls da einer ist. Ich meine, vielleicht ist der ja auch schon lange tot. Ach, komm schon. Jetzt fangen die mich wieder an zu stechen. Ich glaub's nicht. Okay, ich kümmere mich erstmal um den da. Zack. Wie gesagt, das Schöne ist, wenn die Orks sie locken, kann ich einfach von hinten draufhauen. Und das halten die Viecher kaum durch. Zack. Genau. Lock du sie mal an. Und ich hau dann einfach drauf. Okay, jetzt habe ich leider selbst was zu tun hier. Aber ist nicht so schlimm. Den kriege ich schon erledigt. Zack. Und jetzt du, Zombie. Zack. Halt, wer hat mich denn jetzt geschlagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bringe ich erstmal hier Zombies um schön. Alter, macht das viel Schaden, wenn wir damit treffen. Und wieder ein Zombie tot. Und so werden wir uns langsam zum Tempel vorarbeiten. Ich will nicht, dass wir zu viel auf einmal da haben. Jetzt habe ich blöderweise von vorne... So, und jetzt war's das mit dir. Okay. Du hast ihn getötet. Na, von mir aus. Was soll's. Ist jetzt nicht das Wichtigste, dass ich ihn töte. Hauptsache, er ist tot. Wartet. Na, obwohl, ich hole ich eh wieder ein. Können schon mal ein Stückchen vorgehen. Ich esse so lange noch was. Ich brauche da ein bisschen was. Ich bin nicht ganz so widerstandsfähig wie ihr. Dafür haue ich viel besser rein, wie ich ja finde. Ach, du Kacke. Da unten kommen schon die nächsten Untoten. Und diesmal ist es eine ziemliche Horde. Das Vieh werde ich zertreten. Oh, und jetzt kommen auch Skelette. Jetzt wird das Ganze schon etwas interessanter hier. Es ist die Frage, schießen die auf mich oder auf die Orks? Ach du Scheiße, und so ein Tempelwächter ist da auch noch. Okay, jetzt wird es schon langsam interessant. Ich glaube fast, wir ziehen mal unser Schwert. Und unterstützen dann, unser Schild, nicht unser Schwert. Und unterstützen dann erstmal die Orks hier so ein bisschen. Ach Gott, der Tempelwächter ist schon da. Den möchte ich ja eigentlich nicht im Nahkampf begegnen. Wegen diesem scheiß Gift von ihm. Okay. Ach, der hat sich eine gute Position ausgesucht, der Wichser da gerade. Ich muss mal... Ach, hat er mich jetzt echt getroffen? Im Sprung? Okay, ich kümmere mich erstmal um diese scheiß Skelette da unten. Damit die uns nicht mehr auf den Sack gehen hier, diese blöden Bogenschützen. Und dann als nächstes um den Tempelwächter, weil... Ach du Scheiße, ich glaube, ich habe da gerade einen Feuerball fliegen gehört. Komm schon, lass ihn uns umhauen, schnell! Bevor er mich vergiften kann, da hätte ich mich jetzt gar... Ja, klasse. Okay, ich muss mich mal kurz zurückziehen, Freunde. Ich brauche ein Gegengift. Ihr müsst das mal ganz kurz alleine aushalten, beziehungsweise Freunde sind wir ja jetzt nicht, aber... Ihr müsst mal kurz alleine aushalten, denn ich muss mal kurz ein Gegengift schlucken. Scheiß Tempelwächter. Okay. Und dann schnell ein Stück essen. Und gleich noch ein Stück. Und dann helfen wir den Orks wieder. So, jetzt ist das Schlimmste ja weg. Da kann ich wieder auf die zwei Klingen wechseln. Vielleicht mal zwischendrin ab und zu speichern. So, und ich helfe dann erstmal, auch wenn da zwei Zombies auf mich zukommen, erstmal dem Ork damit sein. Nicht, dass der hier noch viel zu weit abgetrieben wird. So weit käme es noch. Ach, jetzt komm schon. Jetzt verreckt doch einfach. Danke. So. Und immer wieder schön den Orks helfen, weil die sind am einfachsten zu besiegen, weil ich ihnen in den Rücken fallen kann halt. Die lassen dann auch immer von ihren Viechern ab, kann das sein? Oh Gott, jetzt habe ich es ja mit Vieren gleich zu tun. Das wird schon ein bisschen komplizierter. Okay, aber wir schlagen uns ganz gut durch, wie ich ja finde. Zack, gut getroffen. Und wieder gut getroffen. Jetzt kriege ich sie langsam so ein bisschen. Ich glaube, ich kriege es langsam hin. Das Timing. Und zack. So, bleibst nur noch du. Ich helfe erstmal dem Ork da hinten. Wie gesagt, ich will nicht, dass die zu weit abgetrieben werden. Das wäre scheiße. So. Ach, scheiße, jetzt. Ich dachte, du wärst jetzt tot. Zack. So, und der nächste, bitte. Darf ich bitte den Zombie? Danke. Ich will nicht den Ork treffen. So. Man muss sie alle töten. Ja, ja, muss man. Und jetzt hilf deinen Freunden wieder. Wir haben hier noch ein paar Untote vor uns. Das war noch lange nicht alles. Ja, ach nee, du Blitzmerker. Zack. Das war wieder einer. Und jetzt du. Man muss sie alle töten. Ich hatte vorhin aber einen Feuerball gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen werde ich jetzt mal den Schild wieder ziehen. Oh, stimmt. Ich kann ja deren Bögen wieder mitnehmen. Und vor allem deren Pfeile. Die Bögen sind mir jetzt nicht so wichtig, aber die Pfeile.
Okay. Schauen wir mal. Da kommt auf jeden Fall... Ja, Tatsache, da ist ein Magier. Okay, ganz vorsichtig. Ich lasse den Magier erstmal die Orks sehen. Scheiße, da sind noch Bogenschützen dahinter. Das ist ganz schlecht. Ich muss als erstes den Magier irgendwie in den Nahkampf zwingen. Das Problem ist, dass mich jetzt die scheiß Skelette abschießen werden. Genau das. So, deswegen hau ich mal kurz ab. Jetzt wird der blöde Magier wieder in seinen... Ja, Magie gehen. Verdammt. Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen. Wir müssen irgendwie die scheiß Bogenschützen eliminieren, Freunde. Ich muss bloß verhindern, dass der scheiß Magier sich heilen kann. So, komm schon, komm schon. Als erstes der Magier... Nein! Ach, Kacke. Okay, kurz zurückziehen. Alter, jetzt ist hier aber was los. Ich brauche nämlich ganz kurz einen Trank, sicherheitshalber. Bei so einem Magier kann man nie wissen. Okay, da ist ein Bogenschütze, das gefällt mir. Er hat mich wieder seinen Bogen ausgepackt. Wo ist jetzt der Magier? Jetzt sag mir bloß noch, der heilt sich. Ach, da ist der zweite Bogenschütze, das gefällt mir auch. Wenn jetzt da nicht ein Magier in der Nähe wäre, hätte ich sogar gar kein Problem damit. Shit. Jetzt haben wir ein ziemliches Problem, finde ich. Ach du Scheiße, der hat's auf mich abgesehen. Ah, er hat sich noch nicht hochgeheilt, schön. Komm schon, gegen die Wand. Da hast du keine Chance, Freundchen. Ich muss es schaffen, bevor dein Zombie-Freund kommt. Und besticht von hinten. Komm schon, stopp einfach, danke. Ui, das war knapp. Okay, jetzt du, Freundchen. Du alleine bist ja jetzt kein Problem. Die steche ich einfach zu Tode, auch wenn du davon nicht irgendwie getroffen wirst. Also, ja, der Effekt sich nicht einstellt, aber das... ist dann doch ganz hilfreich, weil der Typ immer zu doof ist. Ah, verdammt, jetzt ist er nicht mehr zu doof. Okay, ich helfe erstmal den Orks da draußen. Die haben sich nämlich da scheinbar eine ziemliche Menge an Gegnern eingehandelt. Gerade habe ich das Gefühl. Und mir geht die Ausdauer gerade aus. Ich muss mal dringend ein Wasser trinken. Scheiße, wieder irgendwelche Bögen. Ich höre die Bögen schon. Okay, ich muss nur ganz kurz ein Wasser trinken. So. Und dann kümmere ich mich um die Bogenschützen. Ha, voll daneben aus der Entfernung. Voll Idiot. Oh, da ist eine Goldader. Die könnte man nochmal nutzen. Alter, sind das noch viele hier. Hier haben wir noch ganz schön was zu tun, würde ich sagen. Okay. Und jetzt erstmal wieder den Orks helfen, weil wenn die Orks uns... Oder beziehungsweise, wenn wir den Orks helfen, können sie uns helfen. Scheiße, wo ist denn der Dritte? Und indem sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wir können dann einfach von hinten draufschlagen. Das hat ja bisher ganz gut geklappt, ne? So. Schnell nochmal ein Wasser getrunken. Nein. Oh Gott, zum Glück war dein Stock zu lang, genau. So. Zack. Und jetzt helfen wir dem da drüben. Aber wo ist denn der Dritte von euch? Ach, kein Schimmer. Müssen wir gleich suchen. Alter, was hast du jetzt auf mich abgesehen? Ich hab dir doch gar nichts getan. So. Okay, wir kommen aber ziemlich gut durch, gerade durch die Horde, muss ich sagen. Zack. Ach Mist, jetzt kommt wieder da einer. Ich wollte dem Ork gerade helfen. Zack. Ganz vorsichtig jetzt. Nur nicht stechen lassen. Das ist das Gefährlichste, was Zombies tun können. Mich zu stechen. Ich weiß immer noch nicht, wo der letzte Ork abgeblieben ist. Ja, der taucht schon wieder auf, hoffe ich. Oder er ist tot. Ach scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Vor allem habe ich den gar nicht beachtet. Also, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen konnte ich ihn ja schlecht beachten, ne? So, schnell einen Trank. Zum Glück sind die Typen ultra langsam. Das heißt, ich kann sogar noch ein Wasser hinterher trinken. Zack. Und zack. Ein Glücksinn, da haben wir so viel Stärke. Da macht das jetzt schon so gut Schaden. Alter, die lassen... Ach, da hinten ist der Dritte. Die lassen sich alle so weit zurücktreiben, die Vollidioten. Brauche euch wesentlich weiter am Tempel. Hier hinten ist es total egal. Die Viecher kommen schon wieder zurück zum Tempel. Ich meine, die werden ja von der Magie quasi angezogen, mehr oder minder wahrscheinlich. So, kommt jetzt mal mit nach vorne. Denn dort war auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Da zum Beispiel. Erstmal die anderen eliminieren. Ich will ja nicht, dass die auf einmal uns von hinten angreifen. Aber ich meine, gut, die Orks warten eh draußen. Von daher sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Das sollten sie ja dann hinkriegen. Okay. Wo seid ihr denn? Kommt mal her, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Scheiße, ich dachte, ich krieg den Schlag. Zack.
So, kümmert ihr euch schon mal um die anderen. Skelette sind jetzt nicht das Problem. Okay, die lenken den ab. Schön, dann kann ich mal schnell eine Fleischkeule... Alter, jetzt hau ihn doch mal so, dass er sich auf dich konzentriert. Danke, dann kann ich nämlich schön mindestens zweimal von hinten draufhauen. Zack. Oh, bloß nicht den Krieger treffen. Die anderen juckt das gar nicht, habe ich das Gefühl. Oh, da unten ist noch eine Truhe. Schön. Okay, dann holen wir uns erstmal die Zombies hier noch. Wie gesagt, möglichst einen sicheren Rückzug im Notfall haben. Nicht, dass ich, falls ich mich mal zurückziehen muss im Tempel, auf einmal die Orks nicht da sind und mich unterstützen können, weil sie hier auf einmal von irgendwelchen Untoten überfallen wurden. Ach, du hast dich auf einmal auf mich konzentriert, du Wichser. So. Zack. Aber bloß nicht die Aufmerksamkeit von allen auf mich ziehen hier. Hey Freunde, ihr könntet mir mal helfen. Oh, da ist glaube ich sogar noch eine Goblinbeere. Mensch, was hier nicht alles wächst. Okay, wenn ihr so langsam seid, dann kann ich euch mal ein paar gut gesetzte Pfeile geben. Zack. So. Nummer 1. Und jetzt du. So, der da oben kämpft nur noch gegen einen. Das sollte er ja überleben, denke ich. Och, scheiße, warum... Ach... Hat er angefangen anzugreifen und dadurch sich geduckt. Mist, Mist, Mist. Jetzt komm schon, stirb einfach, danke. So, jetzt der da oben. Ja, in den Staub Futter für die Wörter. Das sieht erstmal ziemlich gut aus. Hier draußen haben wir so ziemlich alles erledigt, so wie es aussieht. Ach, und jetzt kommen die Typen da hinten auch an, so wie es aussieht. Na, klasse. Gut, damit hätten wir draußen ziemlich viel erledigt. Schon mal, ich will bloß gucken. Ich habe doch noch eine Truhe gesehen. Wusste ich doch. So, schauen wir mal. Böses. Oh. Stimmt, davon haben wir ja bestimmt auch noch ein paar Zauber. Die könnten wir ja eigentlich auch mal benutzen, ne? 30 bis 100 Mana. Ich meine, so viel haben wir ja auch. Also 100 Mana könnte man eigentlich mal verwenden, ne? Gerade gegen sowas wie Mumien oder so, die ich wirklich nicht im Nahkampf bezwingen will. Oder vielleicht, ja gut, ich will, ich könnte es natürlich auch nutzen. Man könnte jetzt sagen, ich könnte es auf solche untoten Magier verwenden. Das Problem ist bloß, ich will die ja eigentlich gar nicht erst in den, dass sie in den Magiekampf kommen, weil die ziehen mir ein bisschen mehr ab mit ihrem Scheißzeug. So, die Goldader würde ich ja gerne noch mitnehmen. Bevor ich es vergesse. So, und dann schauen wir mal in den Tempel. Wie gesagt, geöffnet wurde er ja schon vom Assassinen Basir. Und dann schauen wir mal, ob wir da das göttliche Artefakt noch drin finden. Und die Musik ist richtig schön gerade. So, jetzt geht's aber rein. So, mal sehen, wie viel wir da drin noch haben. So, Bogen schon mal gezückt. Okay, nichts, nichts. Ein Skelett. Na, hallo. Noch ein Skelett. Okay, Skelette sind jetzt nicht das Problem. Ach du Scheiße, wird's hier dunkel. Da sind nur diese Leuchtkristalle wieder. So, hau ich erstmal die... Ach du Scheiße, und Zombies natürlich auch noch. Mehr als genug. Und ich dachte, ich hätte einen Großteil von euch schon draußen erledigt. Aber jetzt kommt ja auch nochmal so ein riesige Menge. Also hier müssen viele gestorben sein. Damals bei der Flut, habe ich das Gefühl, ey. Oh, Scheiße. Okay, die Skelette will ich erstmal schnell umhauen. Die sind am einfachsten. Alter, wie viele Zombies. Der Vorteil ist, die Zombies sind halt langsam. Da kann ich im Notfall wegrennen. Und ich glaube, kommt mal mit, Freunde. Die Orks wollen vielleicht nicht ins Innere des Tempels. Dann bringe ich halt das Innere des Tempels zu den Orks. Okay, ich muss sie auch mal kurz wieder anlocken. Ja, scheiß drauf. Die kriege ich ja so. Die sind ja schon fast alle tot. Muss ich ja mal gut getroffen haben eine Weile lang. Und zack. Ah ne, Donny, alle tot schon. Das sah gerade erst so aus, aber okay. Die beiden leben noch ziemlich gut. Ja gut, aber für die beiden brauche ich jetzt auch keine Orks, um ehrlich zu sein. Ach, ehrlich. Komm, geht mir nicht auf den Sack. Ach, jetzt kommt schon. Jetzt geht mir aber nicht so auf den Sack mit euren scheiß Stechattacken. So, erstmal dich, weil ich dich nach oben bekämpfen kann. Und das ja prinzipiell immer besser läuft. So. Okay. Das Dumme ist, ich werde gleich wieder eine Fackel verwenden müssen. Und mit einer Fackel kämpft sich's ja immer so schlecht. Aber ich werde wohl nicht drum rumkommen in dieser in dieser Dunkelheit. Haben wir noch Lichtzauber? Ein.
Ja, den würde ich mir gerne aufheben. Also so zur Sicherheit, wenn es dann wirklich gebraucht wird, sag ich mal. Also wenn ich wirklich nicht mit Fackel kämpfen will, solange es nur so ein paar Zombies sind, geht's ja noch. Die kann ich ja so schön abstellen. Wo kommst du denn her? Elender Camper. So, die kann ich ja einfach so schön abstechen. Das ist ja nicht so das Problem. Das einzige Problem ist, dass ich halt jetzt kein Schild habe. Aber das ist ja nur schlecht, wenn ich irgendwelche Stiche blocken will. Und zack, okay, einer ist schon mal tot. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen verziehen, weil der mir meine Ausdauer weggemacht hat. Aber dich kann ich jetzt auch gut abschießen. Zack. Zack. Gute Kopfschüsse. Die machen viel. Und ein Treffer noch. So. Okay. Dann jetzt weiter rein. Das waren wieder ein paar Zombies. Wieder eine Fackel entzünden. Alter, wir haben 138 Dietriche, habe ich gerade gesehen. Ach du Scheiße, was kommt denn jetzt schon wieder um die Ecke? Zombies, hey. Na gut, solange es Zombies sind, geht's noch. Ne, Mumien und Magier sind schlimmer. Na komm schon her. Wahrscheinlich sind ein Teil von denen, die hier drin sind, jetzt auch irgendwelche Leute von Basir. Der eine Typ, Julio hat ja gesagt, dass die Leute, die Basir geholfen haben, ja, prinzipiell alle gestorben sind. Würde mich nicht wundern, wenn dann ein paar von denen auch hier noch drin sind. Okay, jetzt erstmal das Skelett, weil die Skelette blocken immer nicht so gut wie die scheiß Zombies. Und die stechen auch, glaube ich, nicht so blöd. Also doch, die Skelette können auch... Oh Mann, dieser erste Schlag mit dieser Fackel, das ist mir schon mal aufgefallen. Der ist ultra langsam. Fragt mich nicht, wieso. Aber wenn man das erste Mal mit einer Fackel zuschlägt, ist es ultra langsam. Hier, die... Ja, jetzt nicht. Hier, jetzt wieder. Keine Ahnung, warum. Aber es ist einfach so. Wo ist denn der Zombie abgeblieben? Deswegen steche ich die mit der Fackel auch lieber zu Tode, muss ich sagen. Okay. Und zack. Gut. Dann schauen wir mal weiter rein. Oh Gott, da kommt schon das nächste, oder was? Hallo? Ich habe irgendwas gehört draußen. Okay, nur ein Zombie, zwei Zombies, drei Zombies. Kam da noch einer? Nee, doch, vier Zombies. Ach Gott. Okay, schön immer in den Gängen kämpfen, dass sie nur alleine nachrücken können und nicht mehrere auf einmal kommen können. Okay, ganz ruhig. Wieder ein Stück zurückweichen. Ich meine, wir haben den Vorteil, wir können nach draußen, die können irgendwann nicht mehr weiter zurückweichen. Beziehungsweise die müssen uns nach, oder die kloppen uns ja nach draußen, die folgen uns ja mehr oder minder. Und jetzt wieder einmal, klasse. Und, ach shit. Zack, okay, bleiben noch zwei. Das Problem ist, ich habe kaum noch Ausdauer, das heißt, ich kann bald nicht mehr blocken. Das gefällt mir natürlich nicht so sonderlich. Also ich kann noch blocken, aber es zieht mir dann trotzdem was. Und zack. Gut, damit bleibt nur noch einer. Okay, ich dachte schon, der trifft mich, aber ich habe immerhin noch den Vorteil, dass mein Schwert ein Stück weit länger ist als so ein verdammter Knüppel. Und zack. Gut. Läuft ja prinzipiell gar nicht schlecht. Schlagen uns hier ganz gut durch, muss ich mal meinen. Wir trinken mal einen Schluck Wasser. Und dann probieren wir uns mal weiter rein. Immer weiter rein. Alter, wie viele wir hier niedergemetzelt haben schon. Ich meine, wir haben uns ja jetzt auch ganz gut vorgearbeitet inzwischen. Hoffentlich nicht umsonst gewesen, ne? Hallo? Was kommt jetzt? Noch mehr Zombies. Juch, hey. Alter, wie viele sind denn das noch? Ach du Scheiße, da kommt ja eine ganze Horde nochmal an. Na, kommt her. Ach Mist, hier geht's nach oben. Das ist nicht ganz so gut, aber ich denke, es funktioniert auch. Kommt hier rein. Ach du Scheiße, ein Skelett. Na gut, ist ja eigentlich egal, ob ich ein Skelett oder Zombies steche. Das Problem ist, Skelette könnte ich auch viel einfacher anders eliminieren. Aber wenn so viele Zombies drumrum sind, geht das nicht ganz so gut. Aber ich mach's jetzt trotzdem sicherheitshalber so. Wegen der Zombies, die dahinter kommen. Okay.
Das war das Skelett. Komm schon her. Brava. Brava, Junge. Zack. Ganz ruhig, Freunde. Ihr kommt alle dran. Ihr kommt wirklich alle dran, Alter. Diese Schatten sind geil, ne? Ach, scheiße. So war das nicht gemeint mit ihr kommt alle dran. Ihr dürft alle mal einen Stich abkriegen, aber nicht mich alle mal abstechen. Und zack. Und zack. Okay. Läuft ja eigentlich nicht so schlecht, ne? Jetzt ist bloß wieder die Ausdauer ziemlich am Ende. Und das ist ziemlich schlecht, wie ihr seht. Okay, dann ziehen wir uns mal ein bisschen weiter nach oben. Und setzen mal auf ein bisschen Beschuss. Jetzt zieht sich der eine schon zurück. Verdammt. Naja, gut, was soll's. Den kriegen wir schon noch. So. Zack. Und zack. Okay, und wieder rein. Blöde ist, dass der jedes Mal die Fackel... Dass ich mir jetzt jedes Mal die Fackel wieder rausholen darf. Eieiei. Wollte ich nicht eigentlich noch ein bisschen mehr Äpfel essen, fällt mir gerade ein. Zack. Äpfel sind gesund. Und noch ein Stück weiter in den Tempel. Uiuiui. So, da waren auf jeden Fall noch 3 oder 4 Zombies. Ach du Scheiße, da ist er ja schon. Hallo, Freundchen. Die uns nämlich alle verfolgt haben und dann keinen Bock mehr hatten. Ah, da bist du auch, Kumpel. Noch mehr? Waren da nicht noch ein paar mehr? Oh Gott, noch mehr Ach du Scheiße! Kam auf einmal so ein Eisball angeflogen. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Magier. Aufpassen. 2 Skelette. Okay, die kann ich eigentlich so fertig machen. Dafür ist eigentlich meine Schlag schnell genug. Die blocken halt nicht so viel. Skelette blocken halt nicht so viel. Das ist der Vorteil. Und die sind, glaube ich, auch teilweise ein Ticken langsamer als Zombies im Stechen. Okay. Wir haben es da unten noch mit einem Magier zu tun. Ich glaube, dann werde ich jetzt den Lichtzauber anwenden, denn den werde ich brauchen. Also ich werde beide Hände, sag ich mal, zum Kämpfen brauchen. Ich hoffe, da ist jetzt nicht mehr zu viel unten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Lichtzauber. Aber vorher bitte einmal speichern. Oh Gott, ist das gleich dunkel hier ohne Fackel. Und zack, ah, dafür reicht sogar das Mana noch. So, dann komm mal her, Freundchen. Da ist tatsächlich... Ah, da sind noch Zombies, verdammt. Und da ist der Magier, okay. Ich habe den Feuerball gesehen. Aber ich muss mich erst um die verdammten Zombies kümmern. Ah, jetzt sehe ich den Magier auch, zumindest schämen von ihm. Ich hoffe, der Lichtzauber hält. Ah, da kommen Zombies. Okay, 2 Stück sind es noch. Sollte ich ja wohl hinkriegen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ich muss euch töten, bevor mein Lichtzauber alle ist. Damit ich mich dann an den scheiß Magier machen kann. Vorteil ist, diesmal habe ich ein Schild. Das heißt, sie können mich nicht mal stechen, selbst wenn ich es verkacke. Aber ich sollte es nicht verkacken. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Scheiße. Das war gerade noch genug. Jawohl, war schneller. Okay, dann kann ich den jetzt eigentlich auch mit normalen Schlägen machen. Weil ich hatte ja eigentlich die normalen Schläge vor allem nicht gemacht. Wegen dieser langsamen Fackelschläge. Okay. Ach du Scheiße, da ist er. Ich wusste doch, ich hatte doch gerade da was sich bewegen sehen. Und der fängt jetzt echt an, seine blöden Feuerbälle zu spammen. Das gefällt mir nicht. Das Blöde ist, die Feuerbälle sind auch das, was ich nicht abwehren kann. Komm mal hier hoch, Freundchen. Ja, das Dumme ist, ich kann, glaube ich, auch nicht warten, bis sein Mana einfach ausgeht. Oh, jetzt fängt er schon mit den Aufgeladenen an. Ach du Scheiße. Ach, das ist bestimmt auch einer von denen, die hier zusammen mit dem guten Basir reingegangen sind, hä? Ja, wahrscheinlich hat er sich einen Magier mitgenommen bei so vielen Untoten. Gut, das ging besser, als ich dachte. Muss ich gerade mal sagen, der war, glaube ich, nicht ganz so stark. Es war scheinbar kein alter Magier, wie gesagt. Das schien einer zu sein, der mit Basir hier im Tempel war. Okay, der Lichtzauber sollte... Ja, da hört er auch schon auf, der Lichtzauber. Oder? Nee, noch nicht, glaube ich. Aber Fackel sieht trotzdem besser aus. So, schauen wir mal. Ach doch, er hat aufgehört. Hier scheint kein göttliches Artefakt mehr zu sein. Naja, wenn die Typen bis hier unten gekommen sind, wie es aussieht, dann haben sie es wohl mitgenommen. Gut.
Also, beziehungsweise nicht gut, das ist ziemlich schlecht, denn das heißt, Basir hat das göttliche Artefakt wirklich an sich gebracht. Und wir müssen uns jetzt auf die Suche nach Basir machen, um an das göttliche Artefakt zu kommen. Gut, die Frage ist, wo könnte er hingegangen sein? Aber ich würde sagen, bevor wir uns dieser Frage stellen, gehen wir erstmal nach oben zurück und sagen den Orks Bescheid, dass hier alles jetzt ruhig ist. Und holen uns dann auch noch unsere Belohnung in Ben Salah ab, ne? Denn das haben wir uns ja redlich verdient. Würde ich sagen. So bravourös, wie wir gekämpft haben. Hey, ihr. Das Böse ist besiegt. Du hast Mut gezeigt, Mora. Du hast Ehre. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Danke, Trank der Lebenskraft. Das ist ja gut. Nehme ich gleich. Zack. 8 Lebensenergie. Schön. Haben wir noch so ein Herrscherkraut? Damit ich das wieder, ihr kennt mich ja, damit ich das wieder schön rund machen kann. Ich habe kein Herrscherkraut mehr. Ach, wie blöd. Na gut, dann teleportieren wir uns mal schnell nach Ben Salah zurück. Das ist Braga, das ist Ben Salah. Die Lampe. So, und sagen da mal auch Bescheid, dass wir es geschafft haben. Ziehen aber wieder das Ganze so, damit wir auch aussehen wie ein echter Assassine hier. In der Assassinenstadt schon wichtig. Und dann müssen wir uns noch um deine Waren kümmern, ne? Naja, gut. Aber erstmal reden wir mit den Leuten hier. Ich war im Tempel. Dann ist das Böse besiegt. Wir stehen in deiner Schuld. Geh zu Julio und bringe ihm die erfreuliche Nachricht. Er wird unsere Schuld bei dir einlösen. Na, das hoffe ich doch. So, Freundchen. Jetzt hätte ich auch gerne Belohnung. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich danke dir, Vater der Tapferkeit. Ich wusste es. Direkt als ich dich gesehen habe, wusste ich, dieser Mann wird uns retten. Ja, ja, schon gut. Genug der Worte. Lass mich dich mit Gold überschütten. Wow. So viel ist das jetzt auch nicht, muss ich sagen. 600.000, 1.500, naja. Kann ich mit dir handeln? Immerhin besser als nichts. Ja, aber das Problem ist... Zeig mir deine Ware. Wie gesagt, ich kann mir mal wieder Wasser kaufen. Ich glaube, davon habe ich nämlich nicht mehr viel. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben das göttliche Artefakt nicht bekommen. Also, uns fehlt jetzt das göttliche Artefakt hier von diesem Tempel. Das heißt, uns fehlen jetzt insgesamt noch 2 göttliche Artefakte, von denen wir nicht genau wissen, wo sie sind. Wie gesagt, bei dem einen wissen wir, wir sollen mal im Kloster der Feuermagier nachgucken. Aber was bei dem zweiten jetzt ist, welches hier mal war, ist natürlich die Frage, wohin könnte Basir verschwunden sein? Ich würde ja mal fast sagen, wäre ich ein Händler der Assassinen und würde das warum würde er das göttliche Artefakt stehlen? Ich denke mal, er will damit gut Gold machen. Wenn er damit gut Gold machen will, heißt das, er muss es ja irgendwann irgendwen verkaufen. Und die Orks sind die, die diese Artefakte kaufen wollen. Heißt also, dass er wahrscheinlich in den Norden gegangen ist, um dort das Artefakt an den höchstbietenden Ork wahrscheinlich zu verkaufen. Weil alle wissen ja, dass die Orks für Xardas nach den göttlichen Artefakten suchen. Also ich an seiner Stelle wäre nach Norden gegangen, wahrscheinlich bis nach Myrtana rein. Weil dort wird es wahrscheinlich irgendwo den höchstbietenden Ork geben, denke ich mal. Denn hier, die Orks in Varant sind ja nicht ganz so mit Gold oder haben nicht ganz so viel Gold wahrscheinlich dabei. Aber wenn die natürlich, wenn er natürlich in den Norden nach Myrtana geht, dort könnte er schon mehr Gold kriegen. Gut, das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Myrtana. Aber ich würde sagen, nach Myrtana machen wir uns dann auf, wenn wir hier mit Ben Salah fertig sind. Und wir haben ja noch die eine Sache und das will ich dann auch noch machen, dass wir dem einen Typen, ja, einerseits müssen wir noch diesen einen Erzdieb finden. Mal gucken, ob wir den auch noch finden. Und wir müssen auf jeden Fall noch dem einen Typen seine Waren zurückbringen, der von irgendwelchen Räubern überfallen wurde. Aber ich würde sagen, wie wir uns auf die Suche nach diesen beiden oder nach den Räubern und nach dem Erzdieb machen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.